Aber das, meine Damen und Herren, das ist ein Video. Mach das und du gehst auf YouTube viral. So, herzlich willkommen. Endlich mal wieder ein Video des guten alten Barney Yellow. Wer hätte es gedacht? Heute fangen wir mal mit einer Serie an, die ich gerne so fortlaufend machen würde, weil ich ja auf meinem Discord-Server immer wieder hier unter der Rubrik Twitch Reaction-Links geschickt bekomme. Wird vielleicht auch wieder, weil es unter der Rubrik Twitch ist, Livestreams dazu geben. Aber vielleicht picke ich mir auch immer wieder dann mal so ein Video raus und react einfach als Video drauf. Und bei den Reactions will ich nicht nur drauf reagieren, sondern ich will die so ein bisschen wie so eine Art kleine private Schulungsstunde ansetzen. Dementsprechend, also dass ich dann halt das Video auch nehme. Keine Ahnung, wenn ein Schnitt nicht ganz passt oder so, dass ich den dann im Schnittprogramm noch anpasse, dass ihr dann seht, vorher, nachher sozusagen, was ich dann da damit meine. Kommen wir aber gleich dazu. Wir fangen hier mal an mit dem lieben LuxTroll. Na, der will unglaublich gerne Feedback von mir. Dementsprechend schauen wir da gerne mal rein zusammen. Sieht schon interessant aus. Bernd das Brot, Kindheitstrauma wird wieder aufgewühlt. Ne? Ich fand Bernd das Brot tatsächlich relativ witzig. Okay, mein folgendes Szenario. Du bist ein kleines Kind und schaust gerade zum Einschlafen Kika. Alles ist cool, du schaust den Sandmann und du schläfst ganz entspannt ein. Du vergisst allerdings den Fernseher auszumachen und deswegen wachst du ungefähr so 3-4 Stunden später auf. Mit folgendem Bild. Schaltet ab, ab. Nehmen wir mal im Ernst. Wer fand Bernd das Brot auch so gruselig? Hä, ich weiß gar nicht, was du meinst. Immerhin ist es nur ein sprechendes Brot mit viel zu kurzen Armen, das dich halt vor der Kamera anschreit, dass du den Fernseher unbedingt ausmachen sollst, weil es... Ja gut, in der CSGO Flash... Ich hoffe, das sind die Untertitel von Barney Elo, die da benutzt wurden. Dass dich halt vor der Kamera anschreit, dass du den Fernseher unbedingt ausmachen sollst, weil es... Ja gut, in der CSGO-Flashbang-Szene von einer gruseligen Roboterstimme gefangen gehalten wird, aber was ist denn schon dabei? Mit Bernd das Brot ist es doch irgendwie so wie mit Thaddeus. Je älter wir werden, desto sympathischer wird er irgendwie. Ja, doch, ich würde eigentlich schon sagen, dass er seinen Platz in meinem Herzen irgendwie verdient hat. Und trotzdem habe ich mich immer gefragt, warum eigentlich genau er von 21 bis 6 Uhr morgens auf Kika laufen muss. Jeden Tag. Wisst ihr was? Wir schauen uns das jetzt einfach mal genauer an. Drehen wir doch einfach mal die Zeit zurück an dem Tag, wo Bernd das Brot entstanden ist. Wir schreiben nun ungefähr das Jahr 2000. Alter, wie gut ist dieses Video, bitteschön. Das ist verdammt gut gemacht. Da passiert immer irgendwas und das ist extrem geil. Also man will gar nicht abschalten, weil immer irgendwas passiert so. Ne? Das ist immer so ein ganz wichtiger Punkt letztendlich bei so Video-Editing. Ne? Hier ist schon wieder irgend so ein Zoom-Out, dann Untertitel, irgendwie das Bild bewegt sich immer ganz leicht so, aber nicht so penetrant, dass es einen stört, sondern es ist einfach so ein angenehmes ne, Bewegen irgendwie. Dann immer so ganz kleine Zooms immer weiter ran, ne? Das mit Thaddeus als Beispiel. Respekt. Sehr viel Aufwand wahrscheinlich dieses Video. Der damals noch sehr junge Kika-Kanal von den Öffentlich-Rechtlichen wollte... Auch gute Memes, ne? Also das sind ja richtig gute Memes mit drin. ...eine neue Programmsendung haben, die es so noch nicht gibt. Also beauftragten sie die Bummfilm GmbH, um sich genau so etwas auszudenken. Auf diese Bitte hin setzte sich dann der Geschäftsführer und Produzent Tommy Krabbeis, das ist by the way der hier, mit seinem Freund und Kollegen Norman Köster hin, um ein paar coole Figuren für den Kika-Kanal zu erstellen. Und so erschafften sie schlussendlich die Figuren, die wir heute als Chili das Schaf, Briegel der Busch und... Kaktus Kalsuke kennen? Wie bitte? Hey, Hammer. Kalsuke. Ein schlecht gelaunter, grünbrauner, stacheliger Kaktus, der immer einen Arm nach oben hält und eine Militärmütze trägt. Ich glaube, da fehlt nur noch der Bart. Bernd das Brot hätte es also beinahe nie gegeben. Den beiden Junge, hä, das ist ja übel gut. Ton ist nämlich erst einen Tag vor Abgabedatum aufgefallen, dass, naja, ich sag mal, so ein Hitler-Kaktus für den Kinderkanal, ja, nicht die beste Idee wäre. Was ist also voller Zeitdruck das einzig Richtige in dieser Situation? Richtig, ein Like und Abo auf dieses Video da lassen. Was ich meine natürlich, in ein italienisches Restaurant gehen, denn mit leerem Magen lässt sich halt nicht kreativ arbeiten. Und das haben die beiden auch gemacht. Sie saßen sich ins Restaurant und warteten dann ganz entspannt auf ihr Essen. Und während sie warteten und warteten, starrte Norman plötzlich auf den Brotkorb, der auf dem Tisch lag. Und Leute, plötzlich kam dieser eine höchst philosophische Satz, der die ganze Welt verändern sollte. Brot ist lustig. Ha, Norman, was ein Schenkelklopfer, sagte Tom. Ey, es ist wirklich, auch vom Pacing her, es ist perfekt, ne? Also dieses Video ist super.
Das ist der Hammer. Es ist wirklich saustark. Komm ihn darauf und nahm einen Quittungsblock, auf dem er ein Brot mit dem Gesicht von Norman skizzierte. Die beiden fuhren am nächsten Morgen straight zum Programmchef von Kika und stellten ihm die drei Charaktere vor. Seine Reaktion? Folgende. Das ist das Bescheuertste, was ich jemals gehört habe. Genauso machen wir's. Es kann so einfach sein, aber stopp! Das hier ist nämlich noch nicht der Beginn der gruseligen Nachtschleifen, aus denen die meisten von uns Bernd das Brot kennen. Eventuell erinnert ihr euch noch an die beiden hier. Chili das Schaf und Briegel der Busch. Die beiden den scheiß Busch kenne ich auch noch. Shows mit Bernd gehabt, und zwar im regulären Programmsender. Zum Glück muss man sagen, denn ich glaube, dass die beiden mich nachts genauso traumatisiert hätten. Und so gab es von Zeit zu Zeit immer mal wieder unterschiedliche Formate wie Tolle Sachen, Chili TV oder auch Bravo Bernd. Wie er sich allein auch schon so weglehnt, das Platz ist für das, ne? Also es ist ja so clever gemacht. Auf ihm liegt Motion Blur, ne? Also wenn er sich bewegt, es ist wirklich super durchdacht. Sehr stark. Aber ich muss ehrlich sagen, das Interessante an diesen Formaten ist, dass die Themen echt erstaunlich reif gewesen sind. Oder vielleicht bin ich auch einfach nur zu unreif. Lol. Tolle Sachen beispielsweise, oder sollte ich sagen, die einzige... Er spricht es auch gut, weil hier jetzt, ne, gerade auch unten, man sieht es nicht durch meine Facecam, aber das Kapitel heißt Die Erfindung von Bernd das Brot, ne? Man lernt ja tatsächlich irgendwie noch was über Bernd das Brot, so. Also es ist ja sogar, man lernt was und trotzdem ist es super funny gemacht. Werbesendung auf Kika war unter anderem eine Parodie an die altbekannten Dauerwerbesendungen mit natürlich den besten Verkaufsschlagern. In Chili TV wurden hingegen immer mal wieder Dialoge aus anderen Kultfilmen wie Harry Potter oder... Auch diese Übergangssounds. Also allein hier schon gerade der Mario Coin Sound da oder so. Hammer. Star Trek parodiert, und Bravo Bernd war sogar eine komplette TV-Quiz-Show, die den damaligen Sender 9 Live parodiert hat. Den Sender kennt man übrigens aus solchen Clips hier. Hab ich da zwei, ja! Genauso blöd bin ich! Hallo! Ja, die Kuh! Die Kuh! Wie viel Kuh hat das Haar? Wie viel Kuh hat das Haar? Aber ja. Wie viel Kuh hat das Haar? Und so kam es dazu, dass Bernd das Brot nicht nur von Kindern geschaut wurde, sondern mit der Zeit auch eben eine Erwachsene-Community bekommen hat. Und am 1. Januar 2003 war es dann soweit. Kika wollte was verändern, denn auch die Fernsehkultur hat sich verändert. Immer mehr Kinder blieben abends länger vor dem Fernseher, und auch die Privatsender schossen mit der Zeit ihre Sendezeit in die Höhe. Aber auch das Testbild wurde irgendwann langweilig, vor allem in Anbetracht, dass man ja auch nach Sendeschluss noch ein paar Zuschauer binden könnte. Man entschloss sich also dazu, die Sendezeit auf Kika von 6 bis 19 auf 6 bis 21 Uhr zu erhöhen und nach Sendeschluss eine Nachtschleife einzubauen. Jetzt hat man als öffentlich-rechtlicher Kinderkanal aber natürlich das Problem, dass es im Interesse daran liegt, die Kinder auch irgendwann tatsächlich schlafen gehen zu lassen. Also was nimmt man da am besten? Sandmann? Kikaninchen? Keine Ahnung, was damals noch so lief. Kikaninchen. Auch allein, dass er da irgendwie alles ausgräbt und zu allem irgendein Bild, Meme. Wahnsinn, wie viel Arbeit allein. Also ne, man muss das ja alles raussuchen, recherchieren, diese ganzen Bilder. Ach, puh. Also bestimmt, ich würde schätzen, mindestens 12 Stunden Arbeit an dem Video. Mindestens. Oder wir nehmen einfach ein Wahrscheinlich mehr. Ist ja, da passiert ja immer was. Die ganze Zeit passiert da ja was. Ne? Auch die Musik und so, es passt alles. Super. Inklusive Stück Brot, das sowieso gar keinen Bock auf all den Mist hier hat. Ganz auch solche Gags. Wer Bernd das Brot kennt, ist... das ist ja Bernd das Brot, der Standardspruch von Bernd das Brot. Mist. Auch, dass er das so reinbringt. Also auch das Skript ist ja saugut. Hä, Wahnsinn. Wie viele Abonnenten hat er? 6.000 oder so? Junge. Aber, naja, 500.000 Aufrufe vor 2 Wochen. Bei 6.000 Abonnenten. Gott sei Dank ging das Video so ein bisschen viral. Oder was heißt ein bisschen, ne? Fast 500.000 Aufrufe bei 6.000 Abonnenten. Das ging viral. Vor 2 Wochen vor allem. Also es ist ja nicht so, dass er das vor 2 Jahren hochgeladen hat und sich das jetzt dann da über die Zeit oder so. Ist ja in relativ kurzer Zeit passiert. Also es gibt noch Hoffnung für YouTube Deutschland, wenn ich sowas sehe, dass Arbeit sich auch ausbezahlt. Aber das Video ist ja der Hammer. Ehrlich? Wir haben den Gewinner. Man entschied also dafür, dass Bernd wohl scheinbar die passendste Figur für die Nachtschleife wäre. Und so nahm die nächtliche Karriere seinen Lauf. Das hier ist übrigens die erste Nachtschleife, die jemals von Bernd das Brot ausgestrahlt wurde. Wie ihr sehen könnt, gab es vor allem am Anfang allerdings nur ein paar Zusammenschnitte aus verschiedenen Clips von Chili TV, die sich in der Nacht einfach immer und immer wiederholten. Und zwar kombiniert mit einem komischen Banner, wo einfach die ganze Zeit Sendeinformationen angezeigt werden. Sogar die Episode Bernd in Hell, in der Bernd das erste Mal aus technischen Gründen in einem weißen Hintergrund als einziger den TV-Bildschirm nicht mehr verlassen konnte. Ihr merkt, in welche Richtung
Richtung das geht, war eigentlich nur ein Ausschnitt aus dem regulären Programm. Wobei man hier allerdings fairerweise sagen muss, dass die Produktion bereits die Absicht hatte, den Clip gezielt für die Nachtschleife zu produzieren, auch wenn die Premiere jetzt im regulären Programm Sender war. Weitere Ideen konnten leider nicht mehr umgesetzt werden, denn Kika gab irgendwann bekannt. Das vor dem weißen Hintergrund kenne ich noch sehr, sehr gut. Das habe ich mir auch sehr oft abends noch irgendwann gegeben, wenn ich leicht nüchtern nach Hause gekommen bin, abends. Ja, war witzig. Bekannt, dass sie den nachts nicht benötigten Sendeplatz ab dem 1. Oktober 2005 an den österreichischen Sender Telemedial abgeben werden. Dieses Telemedial verfolgt mich gerade. Dazu muss ich euch was einblenden, weil meine momentane For You-Page auf TikTok sieht einfach so aus. Auch für Riton 3 Minuten. Freddy soll keine Show machen. Und wer nicht weiß, was Telemedial, unser dieser Thomas, der dieses diese komische, der war da ja wohl irgendwie oder keine Ahnung. Bin ja nicht bekannt für seine lustigen Clips. Und so gab es fast 3 Jahre lang keine Nachtschleife mehr auf Kika. Schon komisch, dass wir Bernd trotzdem alle genau dadurch kennen. Naja, wobei vielleicht auch nicht, denn das Comeback dafür war umso größer. Am 1. März 2008 wurde der Sendeplatz zu den... Naja, auch allein, dass er das alles rausrecherchiert, wann da irgendwas, wie, wann passiert ist und so. Hä? Nächtlichen Stunden nämlich wieder frei und Bernd kam mit eigenen für die Nachtschleife produzierten Folgen zurück. Und zwar mit allen Elementen, von denen wir heute so traumatisiert sind. Yay! Und ja, das ist im Endeffekt die Geschichte von Bernd das Brot. Die neuen Nachtschleifen konzentrierten sich darauf, ein eher älteres Publikum mit noch mehr gesellschaftskritischen Themen anzusprechen. So gab es unter anderem eine Folge über die Pay-to-Win-Spiele von Facebook oder aber auch über ernstere Themen wie Cyberbombing und Erpressung. Das kenne ich alles zum Beispiel gar nicht. Ja, da war ich schon aus dem Alter raus. Tatsächlich sind es aber gar nicht mal so viele Folgen, die insgesamt für die Nachtschleife produziert wurden. Deswegen ist es gut möglich, dass ihr jede einzelne davon kennt. Gerade einmal 8 Folgen wurden für die Nachtschleife produziert. Und nein, die neuen Astrobrot-Nachtschleifen habe ich jetzt mal nicht dazu gezählt, denn die sind Astrobrot. Aude. Tatsächlich auch wieder nur ein Best-of aus dem regulären Programm. Der meiste... Astrobrot, Junge. Bekanntheit hat Bernd das Brot den Nachtschleifen zu verdanken. Von dem her, was haltet ihr davon? Ich persönlich fand die für die Nachtschleifen produzierten Folgen immer ziemlich nice und finde es daher auch ein bisschen schade, dass man jetzt wieder auf einzelne Clips zurückgreift, die auch im regulären Programmsender gezeigt werden. Aber naja, machst du nix, man kann eben nicht alles haben, aber du hast nun die Wahl. Willst du lieber das linke oder das rechte Video anklicken? Hammer. Ey, ich bin sau begeistert. Was soll ich dazu sagen? Gibt's am Schnitt nichts zu meckern. Für mehr bin ich nicht hier. Also auch inhaltlich. Also es war top. Na, nicht umsonst, wie gesagt, ich bin positiv überrascht, dass das Video bei deiner leider noch sehr geringen Abonnentenanzahl dann doch viral gegangen ist und doch seine Aufrufe bekommen hat und hofft, dass, mach mal weiter so. Also es ist ja krass, ne? Lohnt sich. Schaut bei LuxTroy rein, ne? Ja, wie gesagt, mehr gibt's dazu nicht zu sagen. Ich dachte, jetzt kommt hier so, ja, hier Schnittanalyse, bla bla bla. Versuchen wir das mal im nächsten Video. Aber das, meine Damen und Herren, das ist ein Video. Mach das und du gehst auf YouTube viral. Ja, schickt mir eure Videos, wenn ihr auch ein Feedback dazu wollt. Wie gesagt, das ist jetzt nicht so repräsentativ, weil ich dazu jetzt nicht wirklich viel sagen konnte, weil es einfach super gemacht ist. Es ist alles dabei, was man sich wünscht, ne, wenn man einen YouTube-Schnitt anguckt oder wie auch immer. Also dementsprechend. Da auf jeden Fall, es war jetzt kein repräsentativ gutes Video für dieses neue Format, was ich hier vorhabe, aber es war ein sehr, sehr gutes Video. Ja, schickt mir eure Videos auf Discord, der Link ist unten in der Beschreibung. Dann dazu habe ich vielleicht ein paar Dinge mehr zu sagen, außer ihr liefert mir so Dinge ab. Dann gibt's einfach nur Reactions auf gute Videos. Aber ja, in diesem Sinne, haut rein, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.